Hey Leute, eigentlich habe ich mein Video für Freitag schon fertig, aber ich habe gerade Post bekommen, muss erst heute Abend los zum Nachtdienst und dann dachte ich mir, drehe ich euch noch einen Pigmundo-Haul mit. Bis gleich! So, los geht's. Wir haben dreimal Pigmondo. Ich musste mir noch zwei von den Gratisbildern sichern. Die zeige ich euch zuerst, denn ich habe diese Gratisbilder, die nicht ganz gratis sind, und ich erkläre euch auch gleich warum, früher gesammelt. Denn damals konnte man, wenn man für 50 Euro bestellt hatte, bei Pigmondo, die sind halt auch noch in einer kleinen Pigmondo-Schachtel verpackt, und wie die großen Bilder haben die einen eigenen Karton und das finde ich super süß. Und weil die Bilder, die Originalbilder, auf den Außenkartons hier geklebt haben, habe ich die abgezogen. Die möchte ich nämlich gleich auf die Verpackung kleben, denn die Verpackung sagt uns nicht, was drin ist. Die Bilder, die ich mir ausgesucht habe, die gab es halt damals bei Bestellungen ab 50 Euro mit dazu. Das hat Pigmondo aber geändert, denn die Stammkunden haben sich diese Bilder dann immer wieder mit in die Bestellung geschmissen und eigentlich sollen die ja für Neukunden sein, um die von der Qualität, die Pigmondo anbietet, zu überzeugen. Hier haben wir einmal die Infinity-Feder. Die gab es damals schon, die habe ich aber nicht mehr erwischt, bevor dieser Gutschein ab 50 Euro rausgenommen worden ist. Da hier flüssiger Kleber drauf ist, rolle ich das Bild einmal verkehrt herum auf und ziehe die Folie noch mal ein bisschen gerade. So, das ist die Infinity-Feder. Das heißt, wir können den Sticker von der Infinity-Feder einmal hier außen auf die Box, oh, der ist mir gerissen leider beim Abziehen, auf die Box kleben. Dann weiß ich, nicht schön, aber selten, was sich in der Schachtel befindet. Und die Bilder habe ich mir dann zu meinem Promo-Bild hier, zu dem großen, mitgesichert. Mit den Gratisbildern läuft es wie folgt. Ihr könnt, wenn ihr euch ein anderes Bild im Wert von 50 Euro als Bestandskunde bei Pigmondo bestellt, könnt ihr euch eins der Gratisbilder mit in den Warenkorb packen. Die würden sonst 12,99 Euro kosten. Haben ebenfalls ein ganz normales Toolkit dabei. AB-Farben, mehrere, circa 3 Stück pro Bild und eckige Steine in 21 Farben bei diesem Bild, die könnt ihr euch als Bestandskunden gratis mit in den Warenkorb schmeißen, indem ihr den Code GRATIS1 eingebt. Dann könnt ihr euer Bild euch sichern und dieses Bild mit reinlegen. Gebt GRATIS1 ein und das kleine Bild gibt es umsonst zur Bestellung mit dazu. Oder ihr seid Neukunden, dann könnt ihr euch einfach so dieses Bild in den Warenkorb schmeißen, dieses oder ein anderes. Es gibt, glaube ich, bis zu 25 Motive, je nach Verfügbarkeit. Und dann gebt ihr einfach den Code GRATIS ein, werdet zum Checkout geleitet und dort müsst ihr lediglich 4,90 Euro für Porto und Verpackung bezahlen. Das heißt, ihr bekommt dieses kleine Bild mit dem Toolkit und der Verpackung für 4,90 Euro. Da sagt jeder, nee, ist mir zu teuer für so ein kleines Bild. Ich muss aber sagen, ich liebe es, diese kleinen Bilder zu painten und zu sammeln. Und ich gebe 5 bis 8 Euro für so ein Bild aus. Aber auch nur, weil ich eine Sammlerin bin der Bilder und mir das die Bilder wert sind. Ihr werdet auf meinem Kanal auch nochmal ein Unboxing mit diesen Bildern sehen, denn ich habe mir noch ein paar gesichert. Und hier ist das Bild, nachdem ich monatelang auf der Suche war. Ich habe mir nämlich damals aus Versehen ein anderes Schmetterlingsbild doppelt bestellt und das Einhorn doppelt bestellt, weil es da gerade kein anderes gab. Dieses Bild war nämlich da immer dauernd ausverkauft. Und dann habe ich schon in der Gruppe gepostet, hat das nicht jemand doppelt, will nicht jemand mit mir tauschen? Und es handelt sich um diesen leuchtenden Schmetterling. Klebe ich auch direkt den Sticker mit auf die Box, damit ich weiß, was drin ist, denn die landen so in meiner Kiste für schlechte Zeiten. Das ist der kleine Leuchtschmetterling, der hat eine Größe von 15×15. Der hat einfach für mich Retro-Vibes, denn dieses Bild mit 8 Farben, das gab es damals schon. Ich habe es damals, als man die Bilder gratis bekommen hat bei Pigmondo, nicht erwischt. Und dieses Bild hat
glaube ich, keine Leuchtsteine mehr, wenn ich das richtig sehe. Nee, es hat jetzt 3 AB-Farben. Und damals, als ich es haben wollte, hat der Schmetterling komplett geleuchtet außen. Vielleicht werde ich es im Namen der Wissenschaft zu den Retro-Vibes mit Leuchtsteinen ausstatten. Vielleicht sind es aber auch AB-Leuchtsteine, ich weiß es nicht. Aber ich gehe nicht davon aus, denn hier ist eine normale 3865 drin. Und das ist der Haken, also alles, was hier weiß ist beim Schmetterling. Und vielleicht tausche ich das einfach durch Leuchtsteine aus, um diese Retro-Vibes wieder zu haben von damals. Denn damals war das ein Leuchtbild. Und ja, die beiden Bilder, die musste ich mir unbedingt mitsichern. Diese Mini-Bilder, wie ihr wisst, zählen ja nicht in meinen Stash-Detox rein, weil ich habe Momente und Zeiten in meinem Leben, da kann ich kein großes Bild mitnehmen und kein großes Bild machen. Und dieses hier lässt sich auf der Arbeit, wenn mal jemand reinkommt, einfach mit einem A4-Blatt abdecken, sodass ich mich den Leuten, die bei uns in den Wachraum kommen, widmen kann, ne? Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn ich so kleine Projekte mache, damit Kunden, also den Mitarbeitern und so weiter, ist es egal. Aber wenn Kunden oder Besucher reinkommen, die müssen ja nicht sehen, dass ich in der Wachpforte irgendwie sitze und ein paar Steinchen aufs Bild drücke. Und dann lege ich mir halt ein meine Mappe, meine Liste oder so ein A4-Blatt einfach drüber und widme mich dann voll und ganz den Leuten, die zu mir ins Gebäude, ins Büro kommen. Jedenfalls, dafür sind diese Projekte da und da ich an meinen Hauptprojekten, die in der Challenge sind, sowieso nicht arbeiten kann zu den Arbeitszeiten, widme ich mich dann diesen kleinen Projekten. Das heißt, die liegen nicht einfach rum und werden niemals im Leben gemacht, sondern die sind extra speziell für die Momente, wo ich nicht an meinen großen Projekten arbeiten kann. Uns ist es ja auch erlaubt, ein bisschen was zu lesen oder Kreuzworträtsel zu machen oder. Denn wir haben nun mal Phasen bei uns in der Bewachung, wo wirklich niemand in den Wachraum kommt oder wo mal kein LKW kommt und kein Besucher kommt. Und ja, diese Zeiten würden wir ja mit einem Kreuzworträtsel oder mit dem Lesen von Zeitungen oder Büchern überbrücken. Und ich überbrücke das halt mit Mini-Diamond-Paintings. Das ist schon immer so gewesen. Und ja, dafür sind halt die Kleinbilder. Die werden also auch gemacht. Und darum liebe ich die auch so doll, ne? Und die machen auch richtig Spaß. Und jetzt kommen wir aber zu dem, worum es eigentlich geht. Ich durfte zu Promo-Zwecken den neuen Generator von Pigmondo testen. Die haben nämlich den Generator 2.0 ins Video gerufen. Ich musste dafür ein Video machen. Und ich hätte auch einfach sagen können, dass dieses Bild als Geschenk erst an meinem Geburtstag einzieht. Aber es wird als Promobild einziehen. Es wird Videos dazu geben. Und ich sage euch auch warum. Denn ich mache hobbymäßig KI-Bilder. Und dieses Bild, ich zeige es euch mal hier vorne drauf. Der Karton ist leider etwas ramponiert bei Pigmondo angekommen, vermute ich. Dieses Bild ist eins meiner generierten Bilder. Das ist ein Bild, das ich selbst erstellt habe. Und ich wollte einfach mal sehen, wie meine Bilder, die ich so mache. Ach ja, kann ich ja gleich mein kleines neues Messerchen hier ranholen. Ups, genau, falsch rum aufgemacht und mir den Finger gepiekt. Und mal das Bild aufschneiden. Es ist nämlich in Folie verpackt. So ist es witterungsgeschützt, falls es mal bei euch am Ablageort regnet oder einfach vor die Tür gestellt wird. Das machen die nämlich manchmal auch, ohne dass ihr das okay gebt. Und ja, hier ist eine Folie drumherum. So, und dann gucken wir mal rein. Das ist nämlich ein ganz, ganz, ganz neues Kit, wie so ein Bild bei euch ankommt, wenn ihr bei Pigmondo bestellt. Ich werde euch auch den Shop und meinen Rabattcode, der immer gilt, das ist NATS10, werde ich euch irgendwo hier oben ins Video schreiben und auch in der Infobox verlinken. Und auch einen direkten Link, mit dem ihr in den Shop von Pigmondo kommt. Auch einen Link zu den Gratisbildern, falls ihr euch die mal angucken wollt. So, das ist mein Bild. Ich habe mir, fühlt sich ziemlich leicht an auf der Seite, ich habe mir Sondersteine ausgesucht, nämlich Fairy Dust Steine. Und ich gucke mal, welche, wo sie die getauscht haben. Das sehe ich an der Legende nämlich nicht. Doch da, geh. 1504 Fairy Dust Steine sind drin und zwar die 959. Geile Farbe, da freue ich mich ja mega. Genau, ich habe einmal Fairy Dust Steine ausgewählt und habe ich noch irgendwas ausgewählt? Mehr Farben habe ich ausgewählt tatsächlich auch noch und habe 65 Farben auf das Bild bekommen. Da kann man nicht meckern, das ist ordentlich.
Und wir packen mal aus. Das kommt mit Flauscheleinwand, abgesteppten Rand. Noch ist das die alte Leinwand, aber ich kann euch sagen, dass es bald, da muss ich doch gleich mal die Rückseite checken, ne, ist es kein Knick drin, okay. Es wird bald eine neue Leinwand bei Picmondo geben. Die ist in Arbeit. Hier seht ihr schon, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar einen ganz, ganz bunten tropischen Vogel, der auf einem Ast mit Blumen unter Wasser sitzt. Es gibt Bubbles im Bild. Ich zeige euch das Bild auch gleich. Wir haben unsere obligatorischen 10-Zip Druckverschlussbeutel bei. Ich habe zum ersten Mal ein neues Toolkit. Ich gucke mal gerade, wo mein... Na, ach, da unten, er ist runtergefallen. Ich hole ihn mal gerade wieder. Wir haben nochmal eine Papierlegende dabei, mit denen ihr Sticker machen könntet, wenn ihr wollt. Aber ich painte sowieso aus nummerierten Döschen und einem Koffer. Und ja, jetzt zeige ich euch einmal das Motiv. Das ist das Motiv, was ich bestellt habe. Und ohne mich selbst loben zu wollen, ich finde es hammermäßig. Und ich kann euch vorwarnen, für dieses Bild wird ein Bild aus meinem Stash ausziehen. Denn ich will nicht 3-4 Jahre warten, bis ich das painten kann. Ich möchte das mit euch vorbereiten. Ich möchte das mit Release-Papier ausstatten. Ich möchte das mit euch painten. Es hat eine Größe von 60x60. Wird ein Sommerprojekt werden. Und ja, das wird ein Herzensprojekt werden, wo es mehrere Videos zu geben wird, wo ihr mich von Anfang an begleiten könnt, nämlich beim Kitting Up, wo wir uns die Farben genau angucken. Es sind kleine Tütchen dabei, also man hat auch so in 200er Tüten gefüllt. Aber ich habe das Gefühl, so wie die das gemacht haben, vermeidet das Müll. Also mir kommen die Packen leichter und nicht mehr so groß vor. Es kann natürlich auch sein, dass einfach dadurch weniger Steine überbleiben. Hier sieht man schon eine meiner Lieblingsfarben. Und ich werde euch mal die Fairy Dust Steine raussuchen, die ich mir ausgesucht habe. Das war ja die Farbe 959. Dazu öffne ich mal gerade dieses Päckchen. Und dann gucken wir uns alles nochmal genauer an. Man hat hier also viele von den kleinen Tütchen drin. Und Picmondo packt auch einzeln mal rein. Das ist aber nicht schlimm. Ich kriege die immer irgendwie wieder in das Druckverschlusstütchen zurück. Und ich glaube, dass hier die Fairy Dust Steine nicht drin sind. Nein, in dem Packen sind sie nicht drin. Dann suche ich mal hier rein. Sind sie schon hier oben? Nein. 996. Na, wo seid ihr? Wäre natürlich witzig, wenn ich jetzt sage, ich habe mir Fairy Dust Steine ausgesucht und dann haben sie die nicht hier reingetan. 3657. Ich muss das Paket rausholen. Wir spielen jetzt Rumpel Erna. Und dann suche ich mal alles durch. Also es ist die G959. Da haben wir sie. Aber es ist doch eher so ein Grünton. Ich hätte fast mit so einem Blauton gerechnet. Ich glaube, das ist das einzige Päckchen an Sondersteinen, was ich dabei habe. Da ich das ja zu Promo-Zwecken bekommen habe, hat das mich auch nur ein Apfel und ein Ei gekostet. Ja, also bei Picmondo ist es so, dass ich das Bild, da bin ich absolut ehrlich mit euch, nicht umsonst bekommen habe. Also was heißt umsonst, ist es ja nie, weil wenn du Promo-Bilder annimmst und das hier nebenberuflich machst, dann musst du natürlich eine Steuer angeben für dein Bild und du musst eine Art Lohnsteuer bezahlen, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber ich habe für dieses Bild in 60x60 inklusive mehr Farben und Sondersteine nicht mal 60 Euro bezahlt. Also irgendwie habe ich 54 Euro habe ich bezahlt und habe mir dann noch ein Gratisbild gesichert. Das könnt ihr bei eurer Bestellung auch machen. Ihr müsst euch aber entscheiden. Also ihr könnt schon über den Link gehen, den ich euch unten in die Videobeschreibung mache. Aber ihr müsst euch entscheiden, wählt ihr 10% Rabatt oder einen anderen Rabattcode, den es gerade gibt, aus. Also NATS10 oder einen anderen, den ihr irgendwo gefunden habt. Oder wählt ihr euch ein Gratisbild im Wert von 12,99 aus. Ne?
Also wenn ihr jetzt für glatt 50 Euro bestellt, würdet ihr ja 5 Euro Rabatt bekommen mit meinem Code. Da würde ich tatsächlich eher gratis 1 eingeben und ein gratis Bild noch dazu nehmen. Dann kann zum Beispiel euer Sohn, eure Tochter oder Schwester oder Mama mitpainten an dem Gratisbild. Ja, ich habe jetzt hier einen ganzen Haufen an Steinen auf dem Tisch liegen. Da die aber eh nicht nach Farben sortiert sind, wenn wir die abkitten, stopfe ich die jetzt einfach mal irgendwie in den Beutel zurück. Dafür drücke ich mal auf Pause. So, ich habe euch einfach mal ein paar Farben draußen gelassen, um euch einfach mal zu zeigen, was ich mir so ausgesucht habe, was ich mir vorstelle. Man sieht ja auch hier ungefähr, in welcher Farbrange wir uns bewegen für das Bild. Und hier seht ihr das nochmal auf einen Haufen, inklusive der Fairy Dust Steine. Fairy Dust bedeutet, dass dort so eine kleine silbrige Beschichtung in dem Stein verarbeitet ist, der das Ganze noch mehr zum Glitzern bringt. Wenn ihr noch mehr davon möchtet, könnt ihr entweder mehrfach auswählen bei den Sondersteinen. Ihr habt ja die Möglichkeit, aus ganz vielen verschiedenen Sondersteinen auszuwählen. Oder ihr bestellt euch nur einen Sonderstein, schaut, wie der gesetzt ist und schaut zum Beispiel in dem Shop von Janine vorbei. Die hat noch ganz viele Fairy Dust Steine. Ich zeige euch da mal was. In ihrem Shop, wie zum Beispiel diese 17 Farben in der 28er Slotbox. Da habe ich nochmal ganz viele verschiedene Fairy Dust Steine. Hier sind die DMC-Nummern und dann kann ich einfach auf meiner Liste gucken, welche Farben ich habe. Ich habe die ja nach Farben sortiert. Zum Beispiel habe ich die 445. Die habe ich jetzt nicht. Ich gucke mal, was ich an Farben da habe. So, die 703 habe ich auch nicht, die 796 habe ich nicht, die 820 zum Beispiel habe ich mit 2306 Steinen und da könnte ich ein paar davon, ich nehme meistens ein Drittel, in diese dunkelblauen Fairy Dust Steine austauschen, je nachdem wo die sitzen, wenn die zum Beispiel hier, ich kann ja mal gucken, welches Symbol das ist das Unzeichen, das sitzt hier am Rand zum Beispiel im Wasser drin. Und dann könnte ich durchaus einfach ein paar von meinen Fairy Dust Steinen, die ich schon habe, reinmachen. Ich kann ja mal weiter vergleichen. Wo geht es denn mit weiter? Mit der 823. Die habe ich auch drin. Da brauche ich allerdings auch über 2000 Steine. Ich habe so circa 1000 hier drin. Kann ich auch ein paar ersetzen, wenn ich denn möchte. Je nachdem, wo die sitzen im Bild. Dann geht es weiter mit der 959. Die habe ich ja bereits von Pigmondo dazu bekommen. Die habe ich auch selber nochmal. Ne? Ja. Dann, und zwar habe ich die 959 zwar in Fairy Dust Stein bekommen, aber ich brauche sie auch noch einmal normal, wie ich hier gerade gesehen habe. Ach nee, da habe ich mich irgendwie vertan. Das war die 995. Die 995, die habe ich auch in Fairy Dust da. Und da brauche ich nur 671 Steine. Das heißt, ich könnte definitiv mit der 959 hier in meiner Box arbeiten und könnte alle die Steine, die hier der Pfeil sind, durch Fairy Dust Steine ersetzen. Und zwar hier im Wasser oder sogar hier im Vogel, wenn ich möchte. Hier oben sind auch die 959 drin. Ich könnte zum Beispiel da Fairy Dust Steine komplett reinmachen in den Vogel, wenn ich wollte, ne? Und ich hatte mich auch gerade schon gewundert, also die 959 habe ich tatsächlich nur hier oben. Und die sitzt auch im Vogel drin, habe ich gesehen. Das heißt, ich könnte noch mehr Fairy Dust Steine da einbauen. Und dafür gehe ich dann halt auch mal bei Janine in den Shop und kaufe mir so Steine nach. Dann habe ich hier auch noch die 963 drin. Das ist so ein Doppelpfeil. Das sitzt in den Blumen mit drin, in den rosanen. Und auch da könnte ich meine Fairy Dust Steine reinmachen. Und so geht das immer weiter. Ihr guckt einfach auf eure Farblegende und auf die Steine, die ihr habt. Genauso gut gilt das aber auch für AB-Steine und für andere Sondersteine. Neon-Jellies und so weiter. Und ja, ich habe hier zum Beispiel auch die 3865 in Fairy Dust. Die gibt es in meinem Bild auch und zwar 189 Mal. Und das ist das Männchen. Und das sitzt, ich gucke mal gerade, wo ich denn wohl einen weißen... Hier. In den Bubbles und in den hellen Teilen der Blumen. Da sitzt das Männchen drin. Hier. Ich gucke mal, ob es noch mehr Männchen auf meinem Bild gibt. Ja, hier unten. Wäre also auch eine Möglichkeit, diese 160 Steine einfach zu Fairy Dust zu machen. Ne?
Und deswegen habe ich mir auch nur eine Fairy Dust Farbe ausgesucht. Ja, und Pigmondo hat ja meine Farbdings erweitert ein bisschen, meine Farbpalette. Ich vermute mal um so 5 bis 10 Farben. 5 bis 7 sind es auf jeden Fall immer. Und ich vermute, dass mein Bild inklusive der Fairy Dust Farbe sonst nur 59 bis 60 Farben gehabt hätte. Und dass man jetzt halt 5 Farben mehr eingearbeitet hat. Das sorgt für ein schöneres Ergebnis. Ich zoome euch auch nochmal rein, um euch den Druck zu zeigen, wie der so aufgebaut ist bei Pigmondo. Hier seht ihr den Druck. Ja, ich rutsche mal gerade. Ich habe übrigens auch die Steine schon wieder in die Tüten zurückgepackt. Natürlich schwer zu sehen im Zoom. So, ich habe euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit reingezoomt. Ich zoome euch noch einen kleinen Tacken raus, damit ihr mehr vom Bild sehen könnt. Hier könnt ihr zum Beispiel den Vogelkopf sehen und ja, das ist halt der Druck des Bildes. Man hat dunkle Symbole auf etwas dunkleren auf etwas helleren Farben, man hat helle Symbole auf etwas dunkleren Farben. Ich habe noch nie das Problem gehabt, dass ich Symbole nicht lesen konnte, weil die zu dunkel gedruckt waren. Ja, wie ihr seht, ist alles super. Man hat auch hier einen hellblauen mit weißen Zahlen drin, aber ich finde auch das funktioniert sehr gut noch hier. Die 3 kann man noch sehr gut erkennen. Ich muss allerdings sagen, ich bin auch an den Pigmondo-Druck gewöhnt. Das Schöne daran ist, die Pigmondo-Bilder sind recht dunkel gedruckt, wie ihr sehen könnt, weil das Motiv, das knallt ja förmlich, ne? Und man sieht, man kann auch die Bubbles so noch gar nicht so groß erkennen, die hier im Bild drin sind, aber sie sind da. Der Druck ist dunkel und das liebe ich an Pigmondo, denn wenn du die Steine draufsetzt, kannst du sofort erkennen, wo du gepaintet hast. Ich würde auch am liebsten sofort anfangen, aber das geht natürlich noch nicht. Ja, ihr habt das Equipment-Set dabei. Das ist das, was man von Pigmondo kennt. Es ist allerdings jetzt in diesen Druckverschlusstüten drin. Wir holen mal eins raus. Ich painte tatsächlich mit diesen Sets. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich die Schiffchen austausche. Die habe ich nur für schlechte Zeiten oder für unterwegs. Ihr habt euren Stift mit Mehrfachaufsetzer, einem breiten 6er Aufsatz, mit gut sitzendem Fingersquishy, zweimal orangenes Herzwachs, das benutze ich ebenfalls mit, das ist super, das Schiffchen und das ist dann euer Toolkit. Ihr habt eigentlich alles dabei, was ihr braucht. Ihr habt ein paar Druckverschlussbeutel. Wenn mal eine Farbe nicht in eure Container komplett reinpasst, dann könnt ihr die in die Druckverschlussbeutel füllen und beschriften. Die stecke ich jetzt einfach in mein Toolkit mit rein, denn das sind Toolkits, die ich mir aufhebe und zwischendurch mal in meine Tasche schmeiße, damit ich, wenn ich mein Etui oder so auf der Arbeit vergesse, immer ein Toolkit dabei habe. Denn da nehme ich ja meine Mini-Bilder oft mit oder meine Sticker. Ja. Das ist so das. Jetzt sagen natürlich viele, ja, im Job painten, das ist ja Wunschdenken. Allerdings mache ich einen Geringverdienerjob, um ganz ehrlich zu sein. Also ich verdiene jetzt nicht die Welt. Ich kriege irgendwie ein bisschen in Euro über Mindestlohn plus Zuschläge. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ihr einen besseren bezahlten Job habt, dass ihr da nicht painten dürft und wahrscheinlich auch gerechtfertigt, dass ihr das da nicht dürft. Ich habe allerdings ein Job, den ich liebe, aber der jetzt nicht zu den Top-Verdienern gehört. Und deswegen bin ich da schon ganz froh drum, dass ich mich da, Entschuldigung fürs Klistern, dass ich mich da nebenbei mit meinen Steinen beschäftigen darf. Ich würde auch keinen 9-to-5-Job im Büro mehr machen oder in irgendeiner Fabrik am Band stehen. Dann nehme ich lieber meinen Job, verdiene weniger und habe Spaß dabei. Ja, das war meine Pigmondo-Bestellung. Oh, wenn ich dieses Bild anfange, werde ich euch Bescheid geben und ich werde euch dann auch sagen, was dafür ausziehen muss, denn das ist nun mal die Regel und die Regel ist die Regel. Ja, wir haben also wie gesagt mal 60 mal 60. 70 mal 70 und 50 mal 50 ist eigentlich mein Lieblingsformat, aber mir schien dieses detaillierte Bild mit den Bubbles und dem Wasser im Hintergrund für 50 mal 50 etwas zu aufwendig. Ich hätte gerne 70 mal 70 genommen, aber hier eine kleine Info. Pigmondo bietet 70 mal 70 nicht an. Vielleicht sollten wir das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch dafür seid, dass Pigmondo die Größe 70 mal 70 in ihr Generatorsortiment mit aufnimmt, falls ihr die Größe genauso gerne mögt wie ich. Denn 80 mal 80 ist mir fast schon wieder zu groß und 70 mal 70 fände ich halt eigentlich optimal. Und bevor ich dieses Bild zu klein bestelle, bin ich dann halt auf 60 mal 60 gegangen, hätte aber lieber 70 mal 70 genommen. Also Pigmondo, wenn ihr mein Video schaut
und mich anhört, überlegt doch bitte mal, die Größe 70x70 in euren neuen Generator mit aufzunehmen. Dann bin ich definitiv nochmal bereit, ein Bild aus meinem Stash ausziehen zu lassen für euch. Natürlich nur zu Promo-Zwecken, wenn es einen Promo-Rabatt gibt. Ansonsten werde ich natürlich nicht shoppen, wie ihr alle wisst. So, das war's zu meinem neuen Bild. Ich bin super glücklich damit. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr auch gerne mal einen bunten Vogel haben wollt oder mal sehen wollt, was ich so mit der KI generiere, schaut doch mal auf meinem Profil Gedankenkunst-AI vorbei. Da könnt ihr meine Bilder sehen. Ihr könnt mich auch anschreiben. Denn ich bin nicht die Erste, die aus meinen Bildern ein Diamond Painting hat machen lassen. Und wenn ihr auch mal gucken wollt, schreibt mir. Kommt auf mein Instagram-Profil vorbei, guckt euch das an. Und dann würde ich mal sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne, was ihr über das Bild und über die Sache mit den Gratisbildern denkt. Denkt daran, wir wollen immer ein freundlicher und positiver Kanal bleiben. Wir wollen Spaß an unserem Hobby haben. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.